Willkommen zu einem neuen Paladins-Video, diesmal ein wenig eins der anderen Art, und zwar eine Tierlist, aber nicht danach, wie stark irgendwelche Gems momentan meinem Empfinden nach sind, sondern wie sehr mir die Gems momentan auf die Nerven gehen. Dafür habe ich auch diese Kategorien hier, von Rot bis Grün, ne? Von sollte man entfernen bis, das ist eigentlich gar nicht schlimm, ne? Also von mir aus gerne. Also dann, da ich jetzt hier alle Gems machen werde, bis auf Corvus, die Seite ist nicht sonderlich aktuell, fange ich am besten direkt an und rede hier nicht groß rum, denn das wird bestimmt einige Zeit in Anspruch nehmen. Ist alphabetisch sortiert, daher fange ich an mit Androxus. Und der ist momentan leider extrem nervig, muss ich so sagen. Die ganzen Buffs, die er mehr oder weniger in der letzten Zeit bekommen hat, mit der Muni-Karte vor allem extrem nervig. Selbst wenn Andro die Hälfte seiner Schüsse verfehlt, ist es egal, der Typ muss nie nachladen. Er feuert einfach immer weiter, bis er mich dann irgendwann doch gekillt hat. Und das ist leider momentan einer der Gründe, warum ich Andro hier auf extrem nervig einstufe. Finde ich schade, ich mag Andro eigentlich. Aber diese Buffs haben ihn leider nicht so wirklich gut getan, was so sein Skill-Level angeht. Und Ash ist eine ähnliche Geschichte. Das Problem ist nur, Ash hat halt so viel CC. Und jeder, der mich oder meine Videos halbwegs kennt, weiß, ich hasse CC. Ash hat Knockback auf zwei verschiedene Fähigkeiten, kann er mit der Ult stunnen, ist 8 Sekunden unverwundbar. Schon verdammt nervig. Und natürlich ist er auch nicht ohne Grund mit oder mehr oder weniger der beste Offtank. Ne? Kann ziemlich auf die Nerven gehen, die Gute. Aber ist jetzt nicht so dramatisch, deswegen sage ich mal, ja, ist an der Grenze, ne? Atlas ist durch die Buffs deutlich wieder präsenter geworden, deutlich nerviger. Momentan für mich noch hier in der Mitte, ne? Idealerweise sind natürlich die meisten Champs in den unteren drei anstatt in den oberen drei, ne? Sage ich jetzt mal so im Voraus. Wäre am besten für Paladins. Also ich sage, Atlas ist sehr nervig, aber jetzt irgendwie nicht, dass er mich groß... dass er mir so richtig auf die Nerven geht. So ist es jetzt nicht. Deswegen sage ich, er ist nervig, aber er kann bleiben. Ist okay. Da kann ich mit leben. Ganz anders sieht es bei Beric aus. Ach, der arme Junge. Wahrscheinlich liegt es hauptsächlich daran, dass er so schwach ist, dass ich ihm sage, ja. Und wenn ich gegen den Beric spiele, ist mir doch egal. Ja. Also, Beric schafft es wirklich kaum, mir irgendwie auf die Nerven zu gehen. Es ist sehr schade für meinen armen, meinen ehemaligen Main-Tank. Ja. Bomb King ist ausgeglichen, also seitdem er die Nerfs bekommen hat, finde ich ihn ein... Ich fand es auch vorher jetzt nie wirklich so krass dramatisch. Ja, er war vor den Nerfs sehr abfuckend gegen ihn zu spielen, das stimmt. Vor allem mit Janos Damage Boost, dann war das schon fast broken. Aber momentan spielt ihn erstens kaum einer. Und zweitens, selbst wenn ihn einer spielt, also wir haben fast nie Probleme damit. Und daher packe ich ihn momentan auf ausgeglichen. Er hat das Potenzial nervig zu sein, aber momentan... bei mir jedenfalls nicht so wirklich. Dasselbe gilt für Buck. Seit den Nerfs, seit Bulk-Up weg ist, oder was heißt weg ist, aber seit Bulk-Up ein bisschen genervt wurde, sieht man ihn erstens viel seltener und zweitens, er stört mich halt einfach nicht. Ich habe kaum Probleme mit Bugs. Und ja, danach mache ich das hier schließlich. Daher ausgeglichen momentan. Bei Cassie ist das schon wieder eine bisschen andere Geschichte. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie momentan halt recht selten gespielt wird. Sie hat immer noch ihren Burst. Das ist das große Problem, was mich am meisten an ihr stört. Aber vielleicht liegt es wirklich daran, dass sie halt so selten vorkommt momentan, aber Cassie ist nicht so auf meinem Abfuckradar momentan. Nicht so wirklich. Ganz anders sieht das bei einem gewissen anderen Person aus. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Ich kenne ja Champs, so Leute, die zum Beispiel Maeve oder Ceres sehe ich häufig, die ja wirklich ihre Champs auf Level 100, 200, 300 oder noch höher spielen. Aber ich habe noch nie in meinem Leben einen High-Level Dredge gesehen. Weil ich glaube, jeder, der diesen Champ maint, ja, also ich glaube, wenn man Dredge spielt, verliert man halt Gehirnzellen im Minutentakt. Deswegen kann den einfach keiner mainen, weil der vorher zum Zombie wird. Bei Droos ist es eine Sache, ist ausgeglichen, man kann ihn halt durch so viel kontern, dass er nicht wirklich nervig wird. Aber wenn Droos mal free ist, dann wird's schwer. Dann wird's wirklich schwer für das eigene Team. Und daher sage ich momentan ausgeglichen, er ist nicht bereit für die grüne Kategorie hier, aber ist okay, ist okay. Eevee kann sehr nervig sein von einem guten Spieler, hat aber auch definitiv ihre Daseinsberechtigung, denn es ist ja nun nicht gerade leicht, mit Eevee gut zu sein. Nando hingegen ist wirklich an der Grenze, aber wir reden hier natürlich von Aegis Nando, ne, ist klar.
Dieses Schildgespamme ist einfach furchtbar. Man muss halt sagen, gut, dann macht er nicht so viel Damage, wenn er das Schild die ganze Zeit oben hat, aber es ist halt wirklich nervig, dieses Schild jedes Mal down zu kriegen, vor allem weil Wrecker so schwach ist. Daher Nando an der Grenze, ne? Ich gehe immer von den nervigsten Legis aus, ne? Klar, man könnte Nando jetzt auch mit Scorch spielen oder so, dann wäre der bestimmt ein bisschen weiter unten, aber... Ich kann hier nicht dreimal Fernando platzieren, das geht nicht. Furia ist für mich absolut ausgeglichen momentan. Das Einzige, was ihn nervt, sind diese random Beams, die einen manchmal irgendwie treffen und stunnen. Aber ansonsten... Kein Problem mit Furia. Klar, ihr Burst hier kann ohne Cord Rise schon nervig sein, wenn man denkt, man hat jemanden down, ist er plötzlich wieder full. Oder dann ist man auch selber schuld, wenn man kein Cord Rise kauft, ne? Also von daher... Grock ist das eine ähnliche Geschichte, aber bei ihm liegt es halt daran, dass Damage Grock genervt wurde. Und das war ja das immer, was Grock so nervig war. Und hier Grock spielt halt kein Mensch, weil es schlecht ist. Daher, ach, Grock momentan ausgeglichen, ne? Ein freier Grock kann immer noch nerven. Aber nicht mal ansatzweise so viel wie andere freie Champs nerven könnten. Bei Grover ist es halt das Krüppeln. Es ist gut, dass es genervt wurde. Sehr gut. Dass man es halt nicht mehr an Turrets oder so farmen kann, das ist sehr gut. Das hat ihn auch in meinen Augen schon ein bisschen getroffen. Aber das ist auch mehr, es ist fast ähnlich wie Furia, es ist halt die CC, die nervt. Aber bei Grover ist es noch nerviger, weil es halt auch so chainen kann, ne? Wenn man halt nah an jemanden dran steht, der davon getroffen wird, dann wird man auch getroffen. Das ist nervig. Imani ist hart an der Grenze. Liegt halt hauptsächlich daran, dass alle auf dieses Feuerball-Gespamme spielen. Du musst nie nachladen, du hast eine Hitbox, die groß ist wie das Empire State Building. Und entweder du stehst halt hinten rum und spammst die ganze diese Feuerbälle rein, oder die dive mal rein mit ihrer doch sehr krassen Mobility für den Damager und spammt diesen idiotischen Feuerstrahl. Also darüber möchte ich wirklich keine weiteren Worte mehr verlieren, wie dumm der ist. Den könnten sie echt mal nerven. Oder ich packe den Imani-Feuerstrahl einfach da oben zu Dredge hin. Machen wir das? Okay, perfekt. Ja, Inara nicht down zu kriegen, aber ansonsten geht's. Also, ich frage mich halt bis heute, warum sie von den ganzen Tanknerfs nichts abbekommen hat. Aber das weiß wahrscheinlich wieder mal nur Hyrus. Also Inara nervig, weil nicht down zu kriegen. Aber machbar. Also die Aufgabe ist machbar. Io packe ich hier oben hin, hauptsächlich wegen Damage Reduce und Luna. Das ist das, was hauptsächlich nervt. Vor allem diese Luna-Stunts immer, ne, ey, ich könnte ausrasten. Genos. War für mich eine etwas härtere Entscheidung. Ich habe geschwankt zwischen hier und hier. Weil das Einzige, was in Genos stört, ist der Damage Boost. Er ist nicht so wie Corvus, der sich wirklich, der gefühlt, also wenn er halbwegs gut spielt, eine Runde mit fast 0 Toten beenden kann, weil er aus allem entkommt. Ne, Genos Mobility bzw. seine Range wurde ja so stark genervt, dass er ja mehr im Kampf drin sein muss. Ne? Der Pre-Nerf Genos wäre bestimmt weiter oben noch, vielleicht hier oder so. Aber so muss Genos sich halt näher ranwagen und kann auch leichter gekillt werden. Daher ist machbar, und wenn Luminary wirklich irgendwann entfernt wird, dann ist Genos im freien Fall. Ja, Khan, momentan echt keine Probleme mit. Seit Stun Khan weg ist, nervt er mich gar nicht mehr. Ganz anders Kinesa. Alter. Nicht so schlimm wie Strix für mich, aber dieser Damage von Zielwasser oder Eagle Eye ist einfach nur pervers und sollte dringend genervt werden, weil das ist einfach eine Frechheit, dass ein Champ 1500 Schaden mit einem Schuss machen kann. Also, was zur Hölle? Was denkt sich Hyrus? Koga ist ja nicht gerade stark, aber dieses ADHS-mäßige Rumgejumpe die ganze Zeit geht halt nur auf die Nerven. Und danach geht's hier schließlich. Es fuckt einfach nur ab. Es ist nicht ja irgendwie so krass oder unbesiegbar, wie gesagt. Es stört einfach nur, wenn Koga die ganze Zeit am durch dich durch und durch die Luft und was weiß ich dashen ist. Und ich habe es auch selber mal gespielt, da kriegst du echt einen Krampf in den Händen, ne? Lex ist okay. Kann nervig sein, wenn man keine richtige Antwort auf ihn hat. Aber seine fehlende Mobility macht es eigentlich recht leicht, ihm auch mal aus dem Weg zu gehen, von daher. Nervig, aber noch eine Daseinsberechtigung. Lian, könnt ihr vielleicht denken, was ich von der halte. Ich hasse sie immer noch, vor allem dieses, ich drücke alle Tasten gleichzeitig und mache einen Burst von 2000 plus. Furchtbar. Absolut furchtbar. Maeve kommt direkt in dieselbe Kategorie, aber wegen ihrer Mobility, weil das einfach lächerlich ist. Maeve ist echt so, ja, ich gehe mal rein, ne? Dann drücke ich wieder Q, wenn es mir zu doof wird, und dann gehe ich wieder raus, ohne Probleme, ohne Risiko. Und das ist für mich irgendwie nicht der Sinn eines Flankers, reingehen und ohne Risiko wieder rausgehen, ne? Aber nun gut.
Nee, ich würde niemals genervt werden, das wissen wir alle. Schließlich müssen wir ja Skins verkaufen, ne? Makoa, Makoa, Makoa. Der Junge kommt dahin. Er ist an sich eigentlich okay, aber Half-Shield kann halt wirklich nervig sein, wenn du dagegen spielst, dieses Schildgespamme. Das ist fast schon auf Nando Aegis Niveau. Aber auch nur fast, weil bei Makoa kommt es halt darauf an, dass die Damager das Schild auch feeden. Nando kann ja so alle 4 Sekunden machen, weil er Bock zu hat. Mit Dame habe ich absolut kein Problem mit, kann viel healen, aber es ist nicht wirklich störend. Er ist nicht gerade der leichteste zum Flanken, aber wenn er seine Stunts verfehlt, dann doch wieder. Moji ist für mich nur nicht schlimm, weil sie halt so schlecht ist. Da habe ich echt kein Problem mit. Pip. War ich auch ganz hart im Überlegen, ob ich ihn hier hin oder dahin packe, weil er ist... Es ist halt wieder die CC, die so ein bisschen den Ausschlag gibt, weil der Pip-Slow halt echt hart ist und ohne, wenn man noch wenig Court Rush hat, kann er sich auch immer full healen mit seinem Potion und Moxie, ne? Daher, er ist ausgeglichen, sag ich. Er ist ausgeglichen. Alles in Ordnung mit Pip. Er könnte vielleicht sogar, naja, okay, was heißt vielleicht? Er könnte vielleicht einen kleinen Buff vertragen. Aber in welche Richtung? Das müsste man noch sehen, ob er ihn heal-mäßig oder vielleicht auch damage-mäßig ein bisschen bufft. Denn Damage Ceres hat ja schließlich auch. Ist ja auch irgendwie lächerlich, ne? Also von daher. Ruckus, ja. Ruckus ist auch für mich nervig, aber mit Daseinsberechtigung, denn mit Ruckus gut zu sein, ist auch nicht so leicht. Und von daher, wenn guter Ruckus einem auf die Nerven geht, dann weiß man, der tut wenigstens irgendwas dafür und ist nicht irgendwie so ein Imani-Spaß, der hinten rumsteht und spammt. Oder noch schlimmer halt Dredge oder Kinesta oder sowas. Ja, Ruckus kann. Wenn er in deine Fresse springt, dann hast du ein Problem. Aber wie gesagt, er ist dafür auch eine riesige Zielscheibe, ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Damage Ceres ist einfach nur furchtbar und sollte dringend mal genervt werden, weil das ist irgendwie komisch, dass man mit einem Healer so einen nervigen Flank-Damage-Stil hinlegen kann. An sich würde ich es ja unterstützen, aber bei Ceres ist halt echt lächerlich, weil sie ja eine, auch mit ihrem F auch eine Haha, ich drehe aus allem raus, unbeschadet Taste hat, ne? Das ist allgemein ja nicht so geil. Shalin Sandtrap ist ultra nervig. Aber, also Blast Krüppel? Bitte, come on, man, was ist das? Sky ist ähnlich. Sie kann sehr nervig sein, ist ja allgemein nicht so gut. Aber die Unsichtbarkeit und vor allem, dass sie schießen kann, während sie unsichtbar ist, das geht schon ziemlich auf die Nerven. Also wenn eine Sky gut spielt und wenn der Damage vielleicht nicht allzu gut darauf antworten kann, dann kann Sky auch mal ziemlich auf die Nerven gehen. Aber es ist eher selten. Ja, Strix müssen wir gleich nicht drüber reden. Talus ist auch hier oben tatsächlich. Für mich ist immer noch mein persönliches Empfinden. Ich finde Talus ultra nervig. Oder was jetzt ultra nervig, dann wäre er weiter oben. Ne? Aber ich finde, wenn mich ein Talus ultet, dann habe ich meistens ein Problem. Wenn ich keine Hilfe von Teammates habe. Ich glaube, Talus ist halt so ein richtiger 1v1-Champ. Was halt ein großes Problem für ihn ist, weil man hat ja eigentlich vor allem in Ranked nicht so häufig die Situation eines 1v1s. Ne? Da sind ja immer irgendwelche Teammates, die helfen und sei es der Healer. Aber in Casual kann es schon mal passieren, wenn man dann von Talus geultet wird, vielleicht ein bisschen weiter hinten, abseits von den Teammates steht, dann hat man immer schon mal die Arschkarte gezogen. Ne? Und irgendwie schaffe ich es immer nicht, den zu treffen. Der ist so klein, Mann! So, Terminus auch nervig. Sein Schild, sein Dauerschild, ne? Wenn man dann auch noch irgendwelche Idioten im Team hat, die ganze Zeit da reinfeeden. Ja, dann gute Nacht. Torwald. Torwald ist ja leider sehr schlecht, aber seine Schilde nerven. Können schon sehr nerven. Auch das Silencen ist nicht immer so angenehm. Da sage ich, Torwald ist nervig, könnte aber wirklich mal einen Rework vertragen. Aber dafür wollte ich jetzt nicht eine extra Kategorie machen. Nervig, aber braucht einen Rework. Nee, nee, nee. Tyra. Ja, ist mir eigentlich egal. Sag ich ganz ehrlich. Ich habe nie Probleme oder sehr selten Probleme mit Burn-Monster oder irgendwelchen anderen Legis. Denn Leute, wenn Tyra Mercy Kill spielt oder so, ist das tatsächlich die Liga, wo ich sage, die werden mir am gefährlichsten oder die liefern am besten ab. Burn-Monster ist es definitiv nicht. Victor, ja, keine Frage. Burst-Mode Victor, absolute Pisse und. Boah, ich könnte kotzen. Ich muss das andauernd in Ranked spielen, habe also gar keinen Bock dazu, aber. Ich spiele es lieber selber, als dass ich das den Gegnern überlasse. Vivien, der gleiche Fall wie Dredge, einfach nur ein dummer Spam-Champ, wo man laufend IQ-Zellen verliert, während man ihn spielt. Willow, eine freie Willow kann nervig sein. Ich überlege, ob es wirklich die richtige Position für sie ist, hier im Mittelbereich, oder ob sie noch ein bisschen tiefer kann, aber eine freie Willow kann halt schon ein bisschen stören.
Also es ist wirklich so ein Grenzfall zwischen hier und hier. Wenn ich hier zwischen... Packen wir sie auf die Linie hier, auf die Linie. Ying ist mir egal. Solider Healer, stört mich nicht. Kein CC oder so, irgendwie was. Absolut kein Problem mit Ying. Und Sinn. Hoher Schaden. 100 Millionen Entkommensmöglichkeiten. Dash, Below, Konter, alle 2 Sekunden gefühlt. Ich finde Sinn schon sehr nervig. Und pack ihn auch hier oben hin. Er geht mir echt auf den Kranz. Gut. Corvus würde ich auch noch hier oben hin packen, vermutlich. Eben, weil er aus allem entkommt. Auf eine Linie mit Sinn. Und weil er halt bis zu drei Leute healen kann. 2 davon durch Wände. Das ist lächerlich. Aber nun gut. Das ist meine Abfuck-Tierlist. Wollte es mal aus Spaß so machen. Hier ist ja nichts dabei, denke ich. Jetzt wisst ihr Bescheid und wir werden ja sehen, wie es... nächste Patch kommt ja jetzt hier im September. Wir werden ja sehen, wie die Welt dann aussieht, was da für Nerfs kommen. Vivien wurde ja schon bestätigt, also kann es sein, dass die Gute hier vielleicht auch ein bisschen weiter nach unten kommt. Aber ich glaube, Rework wäre das Einzige für Vivien, ansonsten könnte man sie immer entfernen, denn solange ihr Gameplay immer so dumm bleibt, hat der Champ für mich keinerlei Mehrwert. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welchen Champ ihr vielleicht nach ganz oben oder nach ganz unten gepackt hättet. Und dann würde ich sagen, war es das an der Stelle von dem Video. Über ein Like würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.